22 eine Bundeskackeboa. RD aus Holz 030 cm Klammer zu, Klammer auf Sierseite 212 Klammer zu, Frontkletterherzausstecher Klammer auf 7 cm Klammer zu, 4 Einwegspritzbeutel kleine Blatthülle mittelgroßer Spritzbeutel feiner Künstlerpinsel Klammer auf unbenutzt Klammer zu, Streichpalette hohe runde Tortenböden nach Wahl 020 cm Klammer zu, Klammer auf siehe S 196 bis 209 Klammer zu, 2 Rezepte weiße Schokoladenganache Klammer auf siehe Seite 214 Klammer zu, 4 3 Eiweiß 760 g reiner Puderzucker TL Pflanzenöl die Tortenböden zuschneiden Klammer auf siehe Seite 213 Klammer zu, und waagerecht halbieren, einen Tortenboden mit etwas Ganache auf dem Kackebord fixieren. Schichtweise die restlichen Böden darauf setzen und 85 ml Ganache dazwischen verstreichen. Die restliche Ganache auf der Tortenoberfläche und dem Rand verteilen. Über Nacht ruhen lassen. 2 vom Fond 60 Gramm in Frischhaltefolie wickeln. Den restlichen Fond auf einer leicht mit Speisestärke bestäubten Arbeitsfläche so lange kneten, bis er nicht mehr klebt. Die Tortenböden mit etwas Wasser oder Konfitüre bestreichen. Die Arbeitsfläche mit Stärke bestäuben und den Fond darauf ausrollen, bis er groß genug ist, um die Torte komplett abzudecken. Auf die Torte heben und erst mit den Händen, dann mit dem Fondantkletter glatt streichen. Überstehen den Fond gleichmäßig am unteren Tortenrand abschneiden. Die Reste in Frischhaltefolie wickeln. Die Torte über Nacht trocknen lassen. 3. Die beiseite gestellten 6 OG Fond mit einer türkische Lira Wasser in eine kleine Schüssel geben. In der Mikrowelle 10 Sekunden erwärmen, bis der Fond beginnt weich zu werden. So lange rühren, bis er eine dicke, spritzfähige Konsistenz erhält. Einen Spritzbeutel zur Hälfte mit Fond füllen und um den unteren Tortenrand einen Ring spritzen. Mit einer Fingerspitze festdrücken. 4. Die Fondreste miteinander verkneten, mit Lebensmittelfarbe in Pink abtönen und 5 mm dick ausrollen. Mit dem Herzausstecher 7 Herzen ausstechen. 5. Das Royal Icing auf 3 kleine Schüsseln verteilen. Mit einer Mischung aus allen 3 Lebensmittelfarben abtönen, sodass 3 verschiedene helle Farbtönungen entstehen. 3 Einwegspritzbeutel je zur Hälfte mit einer getönten Portion Royal Icing füllen. 6. Die Spritzthülle in den mittelgroßen Spritzbeutel einsetzen. Von einem der Spritzbeutel die Spitze abschneiden und in den Spritzbeutel mit der Spritzthülle einschieben. Das Royal Icing, wie auf der Bild zu sehen, auf 2 Fondherzen spritzen. 7. Den zweiten Spritz.